konnte ich das bloß machen, wenn das Mama und Papa herausfinden? Das gibt Ärger. Und wenn ich von der Schule fliege, dann sind Mama und Papa so enttäuscht, weil ich doch eigentlich immer so gut war. Und dann kann ich auch niemals eine Ausbildung machen. Was soll ich denn dann machen? Ich hoffe nicht, dass die Lehrerin das macht. Sonst bin ich wirklich erledigt. Oh, diese Serie, die ist einfach mega spannend. Oh, hat's gerade geklingelt? Mann, ich verpasse noch was. Ist ja gut, ich komme schon. Wer mag das wohl sein? Ach, es ist nur der Postbote. Hallöchen, sind Sie die Frau Vogel? Ja, die bin ich. Ich habe hier ein Einschreiben für Sie. Ein Einschreiben? Das klingt aber offiziell. Das muss was Wichtiges sein. Einmal bitte hier unterschreiben. Mhm. Vielen Dank. Und dann gibt's auch schon den Brief. Bitteschön, einen schönen Tag noch. Ebenso, danke. Adressiert an Martin und mich. Claudia und Martin Vogel. Von wem ist der bloß? Der Brief kommt von Hannas Schule. Oh, das klingt gar nicht gut. Da muss ich mich lieber mal hinsetzen. Sehr geehrte Frau Vogel, sehr geehrter Herr Vogel, Ihre Tochter Hanna wird hiermit einen Schulverweis bekommen, weil sie sich respektlos gegenüber einer Lehrerin verhalten hat. Hm? Also das glaube ich jetzt nicht. Hanna ist doch immer so vorbildlich. Sie ist doch eine richtige Musterschülerin. Ein Schulverweis? Oh, nicht, dass sie nachher noch von der Schule fliegt. Das wäre ja eine absolute Katastrophe. Ich muss dringend mit Hanna reden und fragen, was da los war. Sie hat mir gar nichts erzählt. Hanna? Alles in Ordnung? Was ist denn, Mama? Die Frage ist eher, was ist mit dir? Warum weinst du? Ich habe gerade einen Brief bekommen von deiner Schule. Oh nein, Frau Müller hat das wirklich gemacht. Oh, jetzt kann ich sie noch weniger leiden. Oh nein, jetzt fliege ich bestimmt von der Schule. Mir tut das leid, Mama. Darf ich jetzt nie wieder zur Schule gehen? Hannalein, hör auf zu weinen. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Möchtest du mir nicht erzählen, was da überhaupt vorgefallen ist? Komm am besten mit mir runter. Wir trinken eine Tasse Tee. Okay. Du musst dich erstmal beruhigen und deine Tränen wegwischen. Und dann kannst du mir alles erzählen. Also Hanna, hier ist der Brief. Da steht irgendwie was drin, dass du deine Lehrerin respektlos behandelt hast. Was ist da genau passiert? Ach Mama, das war alles irgendwie eine ganz blöde Idee. Das war im Matheunterricht bei Frau Müller. Guten Morgen, liebe Kinder. Herzlich willkommen zu der ersten Stunde Mathe. Wie ich sehe, sind zwei Schüler nicht da. Die sind bestimmt krank gemeldet. Hm, wie dem auch sei. Wir starten jetzt mit dem Unterricht. Oh, Dave, als ob die krank sind. Die haben bestimmt noch keine Lust auf diese doofe Lehrerin. Ja, stimmt. Hanna, hast du nicht gehört, dass wir jetzt mit dem Unterricht starten wollen? Also bitte das Gerede einstellen. Ja, bitte das Gerede einstellen. Bla, 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 bla. Du, Hanna, lass das lieber, sonst hört sie das noch. Und außerdem, du bist bei ihr sowieso... Du hast doch letztens da bei der einen Arbeit, weißt du noch? Also lass es lieber. Hanna, du bist ja immer noch am Quatschen. Ach, Dave, die kann mir gar nicht. Bist du ja immer noch am Quatschen. Hanna, lieber nicht. Hanna Vogel, redest du mir etwa nach? Sehe ich etwa so aus, als ob ich Ihnen nachreden würde? Bin ich etwa ein Papagei? Hanna, bleib doch jetzt mal ruhig. Das geht voll nach hinten los, sage ich dir. Oh Mann, du kriegst sowas von Ärger. Denkst du, ich merke das nicht? Erst bist du am Quatschen und jetzt äffst du mich nach. Oh ja, ist ja gut. Bin ich ein Affe? Äffen? Affe? Hä? Also jetzt reicht's mir aber mit dir. Du verlässt jetzt sofort meinen Unterricht und dafür gibt's einen Tadel, einen Schulverweis, weil du mich hier wirklich respektlos vor all den anderen Schülern behandelst. Echt jetzt? Das können Sie doch nicht machen. Regen Sie sich doch mal ab. Ich hab's doch überhaupt nicht böse gemeint. Also bei sowas verstehe ich wirklich keinen Spaß. Ich habe dich mehrfach ermahnt und du hast mich die ganze Zeit nachgemacht. Jetzt ist Schluss. Oh ja, Mann, ich gehe ja schon, aber wer? Sie machen das mit dem Schulverweis. Oh Mann, dabei habe ich doch Hanna gewarnt. Ich hoffe, sie bekommt diesen Verweis nicht, diesen Tadel. Oh, das wird ziemlich doof. Siehst du, Mama, so war das. Ich habe wirklich nur zweimal ganz kurz sie nachgeäfft. Das sollte lustig sein. Ich wollte Dave irgendwie beeindrucken. Und dann, sie hat es viel zu ernst genommen. Hanna, ich hätte sowas von dir nie gedacht. Vielleicht von Julian, aber sonst benimmst du dich doch immer sehr, sehr gut in der Schule. Ja, ich weiß, Mama, sowas mache ich auch eigentlich nicht, aber ich kann die wirklich nicht leiden, die alte Hexe. Tut mir leid, Mama, ich mache sowas nicht mehr, dann reiße ich mich zusammen. Aber Hanna, du musst so oder so mit deinen Lehrern auskommen, schließlich bewerten sie dich. Nur weil du jemanden nicht ausstehen kannst, kannst du ihn nicht schlecht behandeln. Das musst du einfach tolerieren. Ich werde jetzt versuchen, deine Lehrerin Frau Müller anzurufen. Vielleicht reicht es ja auch, wenn du dich einfach bei ihr entschuldigst. Oh, in der Schule ist es echt nicht einfach. Man hat wirklich ab und an mal Lehrer oder Lehrerin, mit denen man sich überhaupt nicht versteht. Da kann ich Hanna schon verstehen.